Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf dem Marsch, auf dem Marsch. Ich starte jetzt weiter mit Strohfahren. Und zwar also den kurz volltanken, was gerade passiert ist. Und dann stellen wir den Autodreifahrer wieder ein und dann lassen wir ihn wieder fahren. Ein bisschen muss ja noch sein im Lager. So. Die Kurve kriegt das gut. Bei dir muss ich eingreifen. Na, kriegt die Kurve gut. So, ich gehe wieder bei und mit Holz machen. Das wäre mir aktuell, was jetzt einfallen würde. Ich hatte gestern nur eine Folge gemacht. Was dann nicht tragisch. Ich will ja ungefähr 3 bis 4 noch machen, um nach dem Urlaub entsprechend. Jo. Noch ein bisschen Reserve zu haben und daran entsprechend weitermachen zu können. Da kommt es jetzt um 1 oder 2 Folgen mehr nicht drauf an. Zu wenig ungünstig, ne? Aktuell habe ich jetzt abgesichert 4 Folgen. Das ist heute die 5. Das heißt, rein rechnerisch bis Freitag wäre jetzt Datum 6. ungefähr, August oder so. Oder 5. Nicht ganz so wichtig. Aber. Ich möchte gerne bis Montag, Dienstag fertig haben, um da in aller Ruhe, wenn ich nach Hause komme, dann ja, Montag, Dienstag 2, 3 aufnehmen oder eine oder sag mal, ne, dass dann da mal weiterkommen. Damit regelmäßig die Folge kommt. Ich möchte ja regelmäßig hochladen und erscheinen. Ne? Und natürlich, wenn unverhofft was passieren würde, was nicht gehen würde, Internet oder so, dann könnte man sagen, okay, es klappt nicht. Aber wenn ich das einplanen kann, dann wird es. Dann erfolgen die Aufnahmen. So, aktuell läuft die Produktion ja bei unserer Molkerei. Ganz gut. Da werde ich mir noch überlegen, ob ich da irgendwie hinbekommen könnte. Durch Kuhstall durch. Mit einem Anhänger, um die Milch mit Auto fahren zu lassen. Das ist ja nur etliche Tonnen, ne? Oder Liter viel mehr, ne? In dem Falle. Und da muss ich sehen. Mit einem kleinen Milchwagen, einem kleinen Traktor, dann lassen wir mal lieber den ganzen Tag laufen, ne? Macht ja nichts. So, hier sind unsere neuen Bäume, ne? Mal schauen, ob die alle groß werden. Und wenn nicht, wir haben noch mehr Wälder hier auf dem Marsch, ne? Aber ich denke mal, für erstmal reicht das diesen kleinen Wald hier, den wir schon gefällt haben, und ein paar Bäume kommen noch. Und dann haben wir schon ein bisschen was geschafft. Dann bereiten wir das neue Auspflanzen vor. Das heißt, Stoppeln müssen noch. Stoppeln. Die Stumpfen müssen noch weg, zumindest auf dem Bereich, wo schon die Bäume eingesammelt wurden. Na, das wird nicht gut. Haben wir noch mal gerettet. Dann sind hier nur kleine Bäume. Und da haben wir einen Dicker bei. Jo. Holz, ne? Wir haben wieder schon bald wieder Abend. Wird bald dunkel. Schauen wir mal, ne? Bis jetzt, bis lange wie hell ist, noch einigermaßen arbeiten können. Ich hatte hier mal was probiert mit Autoload. Mit mal war der Hänger weg, ne? Gut, ich habe einen neuen gekauft. Ich habe auch einen neuen dazu genommen. Mal sehen, wie der so ist. Ob der Fehler schmeißt, ne? Dann das Spiel abstürzt. Werde ich mal kurz testen, wenn ich
die Folge fertig habe. Ne? Ich möchte auf keinen Fall die Folge verschieben. Ne? Ich weiß leider nicht, wie es geht, um an Konsole reinzugehen, um den Blockfehler. Ich muss aus dem Spiel rausgehen. Das ist immer etwas umständlich. Aber aktuell läuft die Sache noch. Mit guten FPS-Zahlen, was ihr unten links auch mal sehen könnt. Oh, hier parken die Autos. Lebensmüde, ich würde nicht parken, wenn ich fahre. Aber gut. Ich kann die ja nicht wegfahren, ne? Ich habe ja keinen Schlüssel für die Autos. Und die vom Sägewerk habe ich keinen erreicht, das wäre doch. Mann, Scherz, aber. Wird ja nur funktionieren, wenn wir hier auch einen hätten, der mitspielen würde, ne? So, alleine das Ding durchziehen, das ist blöd. Ich glaube, aus dem Alter bin ich, glaube ich, raus. Man soll niemals nie sagen, ne? Ja, Bäume. Das glaube ich geht nicht mit Autoreifen, ne? Oder mit Cosplay. Aber wir können ja nicht alles machen lassen, ne? Aber so einem Motorhome arbeiten wir jetzt von einem Ort zum anderen fahren. Das ist ganz praktisch. Ja, wollte ich mal gucken, wenn morgen Strohplatz verkaufen können. Ich hoffe eigentlich auf eine erhöhte Nachfrage, dass man zu länger Zeit zu stabilen Preis verkaufen kann. Im Winter ist dann meistens doch am teuersten, ne? So würde ich das sehen, ne? Als Brennstoffhändler würde ich im Winter den höchsten Preis verlangen. Weil dann müssen sie ja kaufen. Und es gut kalt wird, ne? Besonders dann, wenn es richtig kalt wird, ne? Wenn der Wind pfeift und so, ne? Der Schnee durch jede Ritze geht. Und damit heizen teuer. Heute war, habe ich gesehen, hier der Söder auf YouTube. Dachte ihm, oh, in Bayern wieder ein Fall. Da haben sie ihn niedergemacht in den Kommentaren. So viel Dislikes, wie er gekriegt hatte. Naja. NTV ganz zu schweigen, die haben so viel Dislikes. Also die YouTube-Gemeinde ist, glaube ich, aufgeklärt. Das ist, steht fest. Sagte Anne, dass das Virus Freiheit ruft. Ich glaube, wenn sie den Bogen überspannen, dann rennen sie die Bude ein. In Serbien haben sie ja mal das Parlament gestürmt, wo sie Lockdown gemacht haben. Fürs Wochenende. Nur fürs Wochenende. Das ist so ein Scherz. Also, wenn, dann muss ich richtig machen. Ne? Dann muss ich sagen, alle erstmal zu Hause bleiben, komplett. Auch die Regierung. Dann dürfen nur noch die raus, die wir dringend brauchen. Und die brauchen dann Vollschutzanzug. Also ABC, die bei der Armee, ne, dass die keine Infektion bekommen können, zum ersten, zum anderen, dass sie schön alles für sich behalten. Dann wäre das richtig, dann wäre es komplett dicht. Die würden alle 4 Wochen zu Hause bleiben, aus Sicherheitsgründen, ne, natürlich voll versorgt, ne. Das natürlich alles schön kriegen nach Hause, ne, was wir haben wollen, natürlich unter Vollschutz, ne. Das sollte man meistern. Naja, aber das wird nichts. Nicht wegen so einem Ausrede-Virus hier. Wenn sie vor Jahren das gemacht hätten oder
der Grippe grassiert hätte, wo ihr Impfstoff nicht gewirkt hat. Ich glaube 2018 war das, glaube ich. Da hat kein Hahn nachgekräht, nach den Toten. Da haben sie alle schön weitergemacht, wie es eigentlich sein sollte, ne? Also ja, das Leben nicht weiter. Ohne dass sie irgendwie was zugemacht haben. Oder Besuche verboten hätten oder so. Schöne Bäume, schönes Holz. Da haben wir noch. Oh, ein schöner Baum. Gibt schöne Paletten. Wenn diese Aufnahme läuft, dann bin ich bei mir zu Hause. Hoffentlich nicht so heiß. Obwohl das im Norden eher kühler als wie hier. Also heute ist ja extrem. Heute sehe ich gerade 37 Grad draußen. Ich habe jetzt für die Aufnahme die Klimaanlage ausgemacht, weil es so laut ist. Aber innen drinne, naja, 28 Grad. Es geht noch. Anführungszeichen, ne? Wir werden es überleben. Wieder einer weg. Streichhölzer für Riesen. Ich habe hier eine Doku gesehen. Da haben sie wieder spekuliert, ob die Außerirdischen nicht Einfluss gehabt hatten für super große Menschen. Also, wenn die Menschen Langeweile haben. Wo sind die heute? Wo sind die Außerirdischen heute? Oder sind sie unter uns? Naja. Ich glaube, die haben zu viel Zeit. Es wird langsam dunkel hier in im Norden, in der Marsch hier. Heute habe ich eine Vorstellung gesehen von der Karte, NECPOM. Wird mir auch reizen. Aber ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Zeitlich gesehen. Man muss eher mit Landwirtschaft zu viel des Guten, kann man sagen. Ne? Wäre jetzt etwas, naja, so eintönig, ne? Es laufen zwei Folgen pro Tag, jeden Tag. Und das sind ungefähr 40 Minuten ungefähr, maximal. Versuche ich jedenfalls, oder Zeit, Lernzeit ist noch, dass ich die Folgenlänge nicht überziehe. So 18 Minuten ungefähr. Schnitt. Mal 20 kommt auch vor, sicherlich. Aber auch sicherlich mal 15, das kommt auch vor. Also je nachdem, wie es gerade läuft. Und das soll dann nicht so langweilig sein, ne? So, da haben wir es. Ein paar haben wir noch. Machen wir Licht an, ne? So. Haben wir doch alles.
Ja, meine Bäume mal gewachsen sind, dann ist schon mal, die ich gepflanzt habe, dann haben wir schon viel geschafft, weil dann haben wir immer lange Bäume. Das heißt, pro Baum ungefähr 3 bis 4 Stück rauskriegen, also dann ist schon anders, ne? Und dann haben wir nämlich mit selben Aufwand mehr geschafft. Jetzt schaffen wir oft nur einen Baum pro Arbeitsgang, ne? Das ist ein bisschen mau. Nicht effektiv, ne? Also sieht man hier, zack, ein Baum. Von der Holzmasse ganz zu schweigen, das ist ja viel zu wenig. Da hätte ich noch einen Bereich schaffen müssen, wo ich im Hof eine Unterstellung separat nur für Holztechnik machen werde. Aktuell ist ja beim Sägewerk so ein Plätzchen, ne? So, mal schauen. Eine Halle oder so. Da, wo ich den Stall weggerissen habe, ist ein bisschen Platz. Ich habe so einen super geilen Stall gesehen von Castor in der Vorabteilung. Den gibt es noch nicht. Aber der hat eine Tiermenge von 2000. 2000 Kühe. Wisst ihr, was ihr da an Milch fahren könnt? Pro Tag? Ich habe aktuell, ich glaube, hier 200 Stück. Und kommen nicht hinterher, wenn wir wegfahren. Aber der Stall kann automatisch gefüttert werden. Da kann man sich das so reinbauen. Wasser geben, sie geben mir noch alleine. Dafür gibt es ja so einen Wasserhahn, ne, was ich auch habe, ist schon, ne? Aber die Fütterung ist hochinteressant. Da kippst du nur in die Vorratsbehälter Silage, Heu und Stroh. Und die Futteranlage mischt dann alleine das Futter und verzahlt und bringt es dann plötzlich zum Trocknen, ne? Und du musst nur noch die Vorräte auffüllen, ne? Ja, dann weißt du aber auch für 1000 Tiere, was du da an Futter machen musst. Für 2000. Dann lassen wir 1000, ne? Dann brauchst du etliche Mengen Heu, ne? Also, im Heu brauchst du ja am meisten, ne? So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein mit Holz. Den Rest machen wir noch gleich fertig und dann haben wir es erledigt. Dann sag mal tschüss und ciao, ciao. Ja, es geht weiter. Jo. Morgen hier zum Arsch. Tschüss. Und nochmal schönen Dank fürs Reinschauen.